Das ist echt cool. Das sieht mega da war ein cool Frosch. Aus. Der Frosch sah super aus. Da! Da ist der Frosch. Da ist der Frosch. Willst du Frosch haben? Willst du Frosch zuerst machen? Froscher Frosch. Froscher Frosch. Nee, Froscher Frosch. Frescher Frosch. Froscher. Du bist der frische Frosch. Oh mein Gott, wie cool ist die Welt denn bitte? Aber oh, wir müssen den Frosch darüber bringen. Oder wir verbauen ihnen gleich die Chance, irgendwas zu machen. Oh, ist das cool. Los, lass uns die gemacht. CDU sein und der Frosch ist das Bildungssystem. Du musst, eigentlich müssten wir uns direkt vor die Tür stellen. Katte mal bei mir, das, wir müssen den ja irgendwie darüber transportieren. Ach so, na dann schneid. Schneid mir mal so ein Stück hier ab. Oh, hi, warte kurz. Der Frosch ist schon da. Was ist klar, Mann? Der würde dann springen. Ist ein bisschen tiefer? Du dummer Frosch. Du dummer, dummer Frosch. Ja, wenn wir uns geschnitten hätten, wäre es einfacher. Ja, aber der Frosch war auf einmal da. Willst du den halt auch behalten, ne? Der soll nicht sterben. Ja, so. Nee, ich muss nicht. Okay. Warte, dann geh runter. Schneid einfach mir das erstmal ab. Noch ein Stückchen, noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr abschneiden. So? Noch ein bisschen mehr. Tiefer. Tiefer. Ja, genau. So. Tiefer abschneiden. Noch mehr. Ist die Ecke da? Dummer Kackfrosch, verpiss dich, stirb halt einfach. So, weil jetzt kann ich nämlich. Nimm den Frosch! Ich kann den. Lass den Frosch nehmen! Alter, lass den mal sterben, den scheiß Frosch. Nein, nimm den Frosch jetzt! Das wird er mal stehen da jetzt. Okay. So, ich mach aus dir nämlich jetzt. Bleib mal stehen einfach. Oh, bleib doch einfach ich mal stehen. Ich bleib stehen! So, jetzt kannst du den quasi gefangen nehmen. Weißt du, wenn er in dich reinspringt, musst du dich nur drehen. Das geht nicht schnell genug, ne? Nee. Oh, dann lassen wir ihn hochspringen, dann fange ich ihn an. Oh. Oh, wie gut! Oh, wie gut! Oh, ich glaube, er muss an die Röhre. Ah ja, an die Röhre. An die Röhre, da genau. Oder nee, das muss man wegschieben, das Ding. Ja. Ah, geh mal, oh, warte, das kann ich auch machen. Warte, ich versuche den. Hallo. Okay. Ich mach mich mal wieder groß. Aber es geht nicht. Du musst von mir geschnitten werden. Dann schneiden wir mal gerade das Stück da ab. Nee, dreh dich nach unten mit der Seite. Nee, mit der anderen Seite. Geh da bloß, bleib da drin, du Scheißfrosch. Dann schneid ich dir. Kackfrosch. Geh mal hoch. Wieso? Dann, was bringt mir das dann? Jetzt kannst du springen. Jetzt kannst du springen und das Ding hier quasi. Okay, oder so. Muss ich noch um den Frosch kümmern. Naja, der Kackfrosch, der sagt dir. Ich finde aber einen sehr interessanten Weg dafür. Der Lösungsweg ist vollkommen anders. Komm rein, Junge, hier gibt's frische Marmelade. Essen frische Marmelade? Ich weiß es nicht. 2 Stunden später. Scheiß Frosch. Ich will den springen und auf dich hochspringen lassen, dass du das erstmal auffangen kannst. 6,5 Stunden später. Arschfrosch, komm her, Junge. Jetzt geht's dir direkt zum Franzosen ins Restaurant. Schnell, ja, die abhaut. Nein, tut er nicht. Halt die Fresse. Ich komm nicht vorbei. Ich bin im Weg, tut mir leid. Oh mein Gott, ich töte ihn. Ha, dachtest, bist vorbei, ja? Hör auf, da geh rein. Ich bring ihn da durch. Okay. Alter. Schneller. Oh, du Hurenfrosch. Entschuldigung. Jetzt geh da raus, du Arschloch. Alter, jetzt. Oh mein Alter. Gott, spring! Oh mein Gott! Ja! 1 von 10! Nein! Boah, ich glaube, ich wäre gegangen. Ich glaube, ich wäre gegangen, Alter. Oh, dieser Frosch, ey. Dieser Uhrenfrosch. Du wolltest den Frosch. Ja, tut mir leid, wir hätten ihn eh machen müssen. Voll in Form. Ich bin voll in Form. Bist du voll in Form? Ich bin voll in Form. Bereit, los! Das ist einfach. Oh ja, da war dabei schnibbel die Schnippschnapp. Nee, du musst schon andersrum, weil ich muss mich ja rumdrehen. Du musst mir genau das rausschnibbeln, was ich dir rausgeschnibbelt habe. Ach so, das ist ja easy. Ja. Das musst du jetzt, ja, ich bleib da stehen und du springst auf mich drauf. Jetzt muss ich drehen. Ich will dich immer freuen. Ich hätte nicht geschnitten. Los, gib mir volle Punktzahl. Oh, das ist ein Gipfelchen. Gut gemacht. Oh, ich finde das voll süß. Oh. Das ist halt mega kreativ, sowas. Ja. Müsste eigentlich. Und man kann sich wehtun, obwohl man sich nicht wehtut, weil sich die Leute eigentlich immer so ein bisschen sexuell erregt im Gesicht anfühlen. Es ist schon ein bisschen. Du hast dich geschnitten und genau dort, wo es wehtat. Das Gefühl kann ich nicht einordnen.
Was ist hier los? Die Herzchen, was müssen wir mit den Herzchen machen? Ich weiß nicht, ich will hier was drehen. Was ist das da, was wir da drehen müssen? Warte. Ah, wir müssen die Herzchen da nach drüben bringen. Warte. Okay. Wenn wir Warte, das ich muss müssen... dich drehen. So, dreh dich nochmal. Stopp. Du musst mir ein Zahnrad machen. Ja. Viel Spaß dabei. Weiter. Stopp, zurück. Oh, shit. Alles ich kann, noch... warte, so. Man kann halt auch so einmal zurück. Warte, ich mach nochmal. Ja. Warte, warte. Das wird richtig schön. Das wird richtig... Jetzt. Okay, noch ist es möglich. Immer noch, halt. Ja, immer noch möglich. Noch ist alles offen. Wir gucken jetzt einfach erstmal, was passiert. Ich drehe erstmal da dran. Und ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, doch, das oben kommt runter. Mach weiter. Hör nicht auf. Warte. Isa, du bist der großartigste Knubbelding ins Kirchen überhaupt. Ja. Ja, ja, weiter, mich weiter, drehen, ja! Ich drehe mich so gut, wie ich kann. Ich Alles gut, Isa. Dafür hast du direkte Abstauber verdient. Hätte ich Aber bekommen. wie machen wir dann... Ah, das muss weiter nach da unten und dann kann die das Herz auffangen. Wir müssen das nochmal drehen. Das muss ja nochmal nach unten. Was, wieso? Ja, damit der Turm, der geht auch runter, wenn du das drehst. Und dann müssen die ganzen Herzen ja, da rein. Ja, aber ich würde erst alle Herzen hier reinballern und dann geht's los. Hier nochmal, einfach damit ich wild da drum rumschneiden kann und jetzt einfach. Ja, okay, lass mich mal ausprobieren. Leute, es funktioniert auch noch so ein behindertes Spiel. So gut. Gleich okay, ja, sehr gut. Ich muss nur noch das da oben holen. Das kannst du machen. Du hast Ecken. Ich habe Ecken und Kanten. Warte, wenn ich ja nicht mehr nur abwanzen würde. Scheiße. Das war schon mal ganz gut. Geht das nicht? Wir müssen das irgendwie mit einem langen Piep. Warte, ich dreh mich. Ja. So, und jetzt mach dich klein. Ja, damit müsstest du es rausholen können. Du machst es immer falsch rum. Ich weiß nicht, was dein scheiß Problem ist. Ich wollte von oben ran, nicht so. Wieso, das ist doch easy. Nein, ich komme nämlich von unten nur schwer. Ja, okay, weiß vielleicht gar nicht, das... Was du für ein Scheiß Bleib doch hier, dann nimm ich mein Mach das jetzt hier allein. Komm, geh und dreh dein Rad, Junge. Oh. Was hast du gemacht? Oh mein Gott! Alter! Ich raste so aus, ey. Ich geb mir Mühe! Oh, okay, gut. Ich schneide mir einfach nur so ein paar Ecken und warte. So, jetzt ist kein Hakenkreuz, Kinder. So. Hab ich auch gerade gedacht. Lass uns ein Hakenkreuz machen. Aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Okay. Oh. Yes! Boah, das ist ein cooles Level gewesen. Das war echt cool. Das bis, war cool bis auf deinen Blödsinn. Wir müssen noch weitere Level. Nein, nicht. Bitte. Isa, wir müssen noch zusammenarbeiten. Ärgern ist okay, aber sobald es darin geht, dass man feuchte Fuzzis verteilt, ist der Spaß vorbei. Mir ist das Gott sei Dank egal. Los. Die hatten wir schon, das ist jetzt Dreh am Rad. Weil das so Spaß gemacht hat gerade, Isa. Ich fand das gut, am Rad zu drehen. Ich konnte das auch ziemlich gut. Wir müssen uns beide schneiden. Komm hier. Warte, du stehst da gerade schon, wenn du dich nach oben drehst, stehst du echt ganz gut dafür. Und jetzt, warte, ich dreh mich ein bisschen. Sie ist überhaupt drehen. Oh mein Gott, du musst es jetzt in die, ja. Warte, dreh es nach andere Richtung, in die andere Richtung. Okay, was muss ich dir nochmal machen, damit du hier ordentlich was reißen kannst? Ich glaube, das müssen wir, dass es in etwa so aussieht wie bei dir. Nein, das ist nicht so okay. Ja, okay, das könnte klappen. Das ich habe keine Ahnung, ich habe einfach geschnitten. Ja, guck mal! Oh. So, sehr gut. Jetzt musst du nur noch drehen.
Ja, komm. Ja, GG! Ja, voll gut! Schnippchen, Doppelschnipp. Doppelschnipp. Hashtag Doppelschnipp. Oh Mann, ey. Insane! Alter, Lila, wir sind insane, aber. Die Membrane. Insane ist auch, wie lange wir schon aufnehmen. Schon wieder? Eine ganze Stunde. Da geht die Zeit rum bei Snipperclips. Aber wir haben. Auf der Nintendo Switch. Für Offline Uwe muss dafür 500.000 Euro zahlen, weil er sowas macht. Boah. Nee, muss er nicht, aber kriegt halt. Das ist keine Produktplatzierung. Wir spielen nur mit einer Konsole, um euch dieses Spiel präsentieren zu können, was Isa auch mehr oder weniger gekauft hat. Auf jeden Fall kriegt die Alte dafür kein Geld und ich krieg nicht mal Wasser. Von daher bin ich eigentlich schlimmer dran als die Kinder in Afrika. Will ich gerade mal festhalten. Ja, mal wieder auf ganz hohem Niveau. Kennen wir ja schon nicht anders, ne? Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Doppelschnipp, Leute. Schnipp, schnapp, Junge! Digga, geht los jetzt! Hashtag Doppelschnipp. Oh, guck mal. Hashtag Doppelschnipp. Doppelschnipp. Wow. Das ist halt echt verrückt. Ja, okay. Tschüss.